Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sicher lässt sich auch weiter trefflich darüber streiten, ob dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Fall Amri mit der Einsetzung im Februar von der Zeit her, die wir noch haben, tatsächlich im Sinne einer umfassenden Aufklärung hier zielführend ist. Die Debatte möchte ich hier heute auch im Grundsatz nicht wiederholen. Wir haben die Beschlüsse so gefasst. Und eins ist aber doch allen klar, oder sollte allen klar sein, dass wir in der kurzen Zeit einen Abschlussbericht, der tatsächlich alle Aspekte würdigen kann, und zwar so würdigen kann, wie es auch der Sache angemessen ist, dass es so einen Abschlussbericht in dieser kurzen Zeit sehr wahrscheinlich nicht geben kann. Wir Grüne haben hier eine klare Haltung, und die haben wir ja jetzt auch in den ersten Ausschüssen noch mal sehr deutlich gemacht. Unser Ziel ist es, alles dafür zu tun, die verbleibende Zeit, die kurze Zeit, intensiv zu nutzen. Das sind wir hier dem öffentlichen Interesse und auch der Opfer schuldig, dass wir hier auch diese Zeit möglichst optimal nutzen. Das heißt erstens, wir haben für unsere Fraktion alle vom Vorsitzenden festgelegten Termine akzeptiert. Das sind eine ganze Menge. Zweitens, wir haben in der ersten Sitzung bereits auch mit den Kollegen der SPD Beweisanträge auf den Tisch gelegt. Wir haben den Anträgen der Opposition zu den Beweisanträgen allen zugestimmt. Wir sind im Übrigen auch für zusätzliche Terminvorschläge, auch in den Osterferien, weiter offen. Drittens, und das liegt hier heute auf dem Tisch, wir möchten auch im Sinne einer umfassenden Aufklärung von der Möglichkeit, die uns das Untersuchungsausschussgesetz bietet, § 54 Absatz 5, Gebrauch machen. Das heißt, einen Zwischenbericht noch in dieser Legislaturperiode vorzulegen, mit dem sich dann das Plenum beschäftigen kann. Die Voraussetzungen dafür sind erfüllt. Es gibt ein allgemeines öffentliches Interesse oder, so heißt es ja im Gesetz, wenn der Schlussbericht vor Ablauf der Wahlperiode nicht erstellt werden kann. Das heißt, es macht Sinn, so einen Zwischenbericht hier vorzulegen. Viertens, wenn es darüber hinaus auch noch bis zur Wahl den Bedarf für weitere Berichte gibt, stehen wir natürlich auch hier, sind wir dafür offen. Ich denke, dass wir das auch können. Wir haben bis zum 31. März jetzt 6 Sitzungstage, die wir gut füllen können mit den Zeugen und den Zeuginnen, um dann die Grundlage für einen Zwischenbericht auch zu schaffen. Das ist unsere Haltung dazu. Das heißt, lassen Sie uns hier die Arbeit gemeinsam ernst nehmen, die wir hier machen, und auch diesen Zwischenbericht dann hier noch in der letzten Sitzung dieser Legislaturperiode, diesem Landtag, der ja diesen PUA auch eingesetzt hat, dann diesem Landtag auch noch zu Bericht, einen Bericht vorzulegen, was wir denn für Erkenntnisse gewinnen konnten bis zu diesem Zeitpunkt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege.